Nee, Kacke ist, 5G keine Ahnung. heißt getestet, geimpft, genesen, gefickt, geschlagen. Wer mit dem, wer mit dem Scheiß gekommen ist, also ich meine nicht mit der Grippe und Co., mit Corona, mit dem Virus, sondern wer mit diesen ganzen Gs gekommen ist, das kann doch, ja. Der muss doch bestraft werden. Ja, wenn ich mir 5G gebe, also 5 Gramm Marihuana, dann geht's mir auch gut. Du, zum Bauen bräuchte ich ja noch solche schräge Dinger. Schräge Dinger? Zum Bauen, weißt du? Irgendwie was Schräges. Ah. Was? Rahmensäule haben wir nicht, nee. Ah, ja, deshalb habe ich gesagt, warte bitte, bis ich das freigeschaltet habe oder der freigeschaltet habe. Warten ist was anderes. So. Nur die Harten kommen in den Garten. Na, ist gut. Ich fand das so witzig, weil ich schaue ja Naruto. Das ist so ein Anime, der ist übelst geil. Ich bin mittlerweile fertig. Also. Naruto? Gibt's das? Ich hab. Das ich bin. Ich war. Ich bin. Nee, ich war bei der 21. Staffel, Folge 500. Und jetzt bin ich fertig mit Naruto. Und jetzt kommt nach Naruto Boruto. Mhm. Auf jeden Fall hatte Naruto dort so einen Kumpel, Killaby. Der hat immer gerappt. Egal, was gerade passiert ist. Sagte der immer so zum Beispiel, oh, jetzt mach ich aber zack und dann mach ich ich kann's nicht. Aber der hat während jedes Kampfes hat er angefangen zu rappen. Und dann plötzlich kam immer ja. Gib nicht auf, oder sonst bist du tot. Ja. Und am Schluss sagt er so zu Naruto. Naruto hat gesagt, ja, wie kann ich denn das jetzt lernen? Mhm. Dann sagt er, ja, nicht verzagen, nur die Harten kommen in den Garten. Das die ganze Zeit. Nur die Harten kommen in den Garten. Das ging so weit, dass sie sogar eine Folge so benannt haben. Nur die Harten kommen in den Garten. Also auf Deutsch, ne? Ja. Ich will gar nicht wissen, was es auf Japanisch heißt. Hast du schon mal englische und deutsche Filmtitel gesehen? Also beziehungsweise mal verglichen? Nein. Da wird immer noch ein Zusatz dahin gehängt, ne? Also das ist, ich finde das sogar echt schlimm. Ne? Weißt du, zum Beispiel im Englischen ist irgend so ein Film, hat vielleicht 2-3 Wörter, ne? Als Filmtitel. Was machen die Deutschen? Die machen Bindestrich draus, noch zusätzlich und hängen irgendeinen Quatsch dazu. Also zum Beispiel Fleischalarm, jetzt wird es erst hart. Als Beispiel. Und auf Englisch heißt nur Meat. Eigentlich schon übel. Das yep. ist schon übel. Man dichtet irgendwie dazu, dass man meint, ja. Aber dann wären wir beim Thema, weil ein Arbeitskollege sagt immer, ja, das Land der Dichter und Denker. Jetzt, wo sie keine intelligenten Dichter mehr haben, müssen sie halt Filmtitel vergewaltigen. Verbessern. Rahmenrampe. Oh, hast du schon mal Ramen gegessen? Nö. Ich glaub nicht, also vielleicht nicht so, dass es Ramen heißt. Ne? Mhm. Oh, Ramen-Nudeln sind schon was Leckeres. Einfach nicht so die Fix-Fertig-Sache, weil da isst du eigentlich nur. Das hat fast gar keine Kalorien. Alle denken, ja, ich mach Diät. Dann schaust du auf die Rückseite und merkst, ah, es hat gar keine Kalorien, dafür nur Chemikalien drin. Ist doch gut, oder? Haltet in Form. Genau. Nee, aber richtig frische Ramen-Nudeln. Oh, in der Suppe drin. Pff, scheiße, das ist. Oh. Hm, krieg ich gleich Lust. Okay. Hab ich Bock drauf. Ich habe heute nämlich Sushi gehabt.
Aber, weißt du, was ich traurig finde in der Schweiz? Nee. So, 7-8 Rollen. 14 Franken. Sushi mach ich. Dann steht da drauf, Family Pack. Family Pack. Nee, das sind viel zu wenig. Ja. Und jetzt, wenn ich in Deutschland bin, Sushi Family Pack esse für 20 Euro. Das reicht für zwei Personen. In der Schweiz reicht das nicht mal für eine Person. Darum machen wir Sushi immer selber. Oh, ich kann das nicht. Ich beherrsche das einfach null. Dann komm mal vorbei. Den Reis. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Dann machen wir einen geilen Sushi. Gut, das Ding ist, bei mir wird es dann eher vegetarisch werden, weil Freundin und so, aber spielt ja keine Rolle grundsätzlich. Ja, ich finde das auch gar nicht so schlecht. Bin ich voll dabei. So, aber ein bisschen Fisch muss sein für mich. Bisschen ja, ja, Fisch, das, Fisch geht. Fisch schon, aber Fleisch, nee, Fleisch passt für mich Chicken, nicht in Sushi. Chicken Wings. Nee, das hat doch nichts zu suchen. Es war schon schlimm genug, dass ich in der Sushi-Bar war und dass da Froschschenkel waren. Warum nicht? Ist doch alles super. Ich dachte, ich bin zuerst in Frankreich, dann habe ich die Flagge angesehen. Nee, das ist China. Fleisch tut gut, oder? Fleisch tut gut. Ich wollte es zuerst essen, weil ich dachte, es seien Chicken Wings. Bis mir meine Mutter gesagt hat, ich würde das an deiner Stelle nicht essen. Warum sagt das deine Mutter? Das ist Erfahrung, die man einfach so... Weil sie hatte Mitleid mit mir. Mitleid. Sie ist so ein kleines, fettes Kind, ballert sich Sushi rein und dann kommt plötzlich so ein Chicken Wing ähnliches Ding. Und es war ein Froschschenkel. Ja. Ah, das ist doch schön. So schnell hatte ich keinen Appetit mehr. Ihr habt also den Fixie-Fabrikwagen in der Single, beziehungsweise im privaten Ding selbst noch gekauft, ne? Oh je, oh je. Nee, ich hab den Blaupausen-Dingens freigeschaut, dass wir den herstellen können. Ich will die goldene Nuss haben. Ist das okay für dich? Ich habe auch eine. Ist, aber die ist günstiger. Das kostet ja nur jetzt 1000 Tickets. Ist nicht viel, oder? Nee, am besten gleich zwei davon. Man kann sich sogar Teile kaufen? Mit Tickets? Ohne Witz. Ja, Trophäen. Wir machen dann nur ein Gebäude, so groß wie das Hochregal, lagen alles nur mit Trophäen drin. Beinhaltet Petrolkoks. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein komisches Gedingsebumse. Paw Patrol. Schaut deine Kleine eigentlich schon so Kinderserien, oder? Null. Was ist das? Hallo? Ich finde es ja schon schlimm genug, dass die heutzutage ein Smartphone und auswendig schon können, ne? Das ist halt so ein Ding. Ist hier eine große Krabbe? Nein. Yes, Patrick. Ja. Übrigens, ich bin irgendwie bist gefangen, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie ich weiterfahren soll und irgendwie habe ich auch nichts Gutes, das ich machen könnte. Ich baue, glaube ich, einfach mit dir Glas irgendwie weiter, keine Ahnung. Kannst du eigentlich das Hochregalprinzip kopieren? Okay, kopieren kann ich gut, verbessern noch mehr. Wie die Chinesen. Du bist ein Chinese. Übrigens, jetzt haben eine. Ach, ist das, das ist. Doch, das ist eine japanische, ja, eine asiatische Firma. Die hat jetzt ein voll elektrisches Auto auf den europäischen Markt gebracht. Und es kostet 32.000 Euro nur. Huch. Und also Till, nur kurz zur Erklärung. Ja. Du verstehst, wie das funktioniert mit dem Prinzip hier? Bauen, ja, bauen. Gut. Perfekt. Einmal ja, erzähl weiter, sorry.
Auf jede Ecke hier ein wunderschönes Ding. Ja, also da in der Kreuzung, genau, so wo dieses Hexagon entsteht. Im Bodenmuster. So, ich habe keine Stahlträger mehr. Keine Stahlträger mehr hier. Ja, ich hole einen neuen Leist. Apropos Reis, eben diese asiatische Firma, ich weiß nicht, wie das hieß. Hieß das Auto M5 oder MG5 oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist eine Ansage in die richtige Richtung für den Massenmarkt, ne? Weil aktuell sind ja Elektroautos, ich sag mal, die brauchbaren sind ja so ab 40.000, also sagen wir mal 50.000 sogar eher noch. Du bist aber ein Energiesünder, wenn du jetzt einen Elektrowagen kaufst. Was soll das? Schäm dich! Wir müssen alle Strom sparen und du fährst da mit deinem Elektrowagen drum. Unerhört. Schäm dich! Dafür habe ich einen Verbrenner abgegeben, beziehungsweise verschrottet, der 6-mal mehr Energie braucht, aber ansonsten, ja, geht's mir gut. Schäm dich! Das Ding ist eigentlich, ja, vor Ort, nee, eigentlich ist es ja sogar besser. Wenn du einen Verbrenner und Co. fährst oder ein Verbrennungsfahrzeug fährst, dann wird ja die Energie oder beziehungsweise der nicht das Rohöl, sondern das Dingens wird ja eingekauft, ne? Komplett alles. Heißt also, die Stromproduktion und alles wird im Ausland gemacht. Beziehungsweise da, wo halt der Strom herkommt. Beziehungsweise der Benzin oder Diesel in dem Sinne. Und nun wird das halt vor Ort hingetragen, ne? Das ist jetzt ja irgendwie da ein bisschen der Unterschied. Vorher wurde es immer ausgelagert. Und nun ist es halt jetzt im eigenen Lande. Das ganze Ding. Also das was? Ist eigentlich der Unterschied. Ja, also ich sag mal so, wenn du ja als Beispiel Benzin und Diesel herstellen willst, oder brauchst du auch Strom. Das passiert ja halt nur in irgendeinem Land, das uns nicht bekannt ist. Das ist der Unterschied. In einem Land vor unserer Zeit. Ja, in einem weit bekannten Land. Bum, 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 badum. Das irgendwas, ich weiß nicht mehr den Text. Biene Meier. Ja. Nein, aber das Ding ist halt so, bei den jetzigen Autos mit Verbrennungsmotoren braucht sie auch Strom, aber der wird nicht lokal hier angezapft, sondern eben auch da, wo halt das Benzin und Diesel produziert wird. Ich weiß nicht, ob das auch in der Schweiz passiert oder ob das in unterschiedlichen anderen komischen Ländern passiert. Das ist jetzt die Frage an sich. Nur es wird halt, die Produktion an sich wird verlagert, aber grundsätzlich ist es so, dass der Stoff, so gesehen, für Elektroautos muss nicht mehr mühsam irgendwie veredelt werden und somit verlustbehaftet werden. Oder ist, genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man jetzt rauskommt, was ich hier plappere oder sage. Ja, ich kann dir im Moment nur nicht folgen. Teils folgen. Ja, ich glaube auch. Ist ja auch gut so. Nicht, sondern nur teils. Das ist auch gut so, denn ich komme selbst nicht mehr raus. Ist halt einfach ein Ding, die Stromproduktion wird jetzt nicht mehr extern oder irgendwo gelagert und dann eben mit Diesel und Benzin rangeschifft, sondern man braucht den komplett direkt selbst. Oder ja. Hat augenscheinlich mehr Energie in der Schweiz oder im eigenen Lande. Deutschland, Österreich, Italien, bla 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 blups. Im eigenen Lande, aber es braucht ja jetzt kein Diesel und Benzin mehr für das Auto. Heißt, da wo der Diesel, der Treibstoff hergestellt wird, wird jetzt etwa das Fünffache an Energie frei, das eigentlich das neue Auto verbraucht oder braucht. Genau. Ich habe das mal ausgerechnet mit meinem Auto. Also wenn ich mein Citroën C3 oder so noch hatte,
Ich glaube, ich bräuchte etwa 52 Kilowatt auf 100 Kilometer, ne?